herzlich willkommen im LVR Freilichtmuseum Kommern. Wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wie Sie das schon aus anderen öffentlichen Einrichtungen kennen, gibt es auch bei uns einige Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen. Halten Sie Abstand. Auf dem Weg vom Parkplatz zur Kasse und im Kassengebäude sehen Sie auf dem Boden die entsprechenden Hinweise. Wenn Sie das Kassengebäude betreten, setzen Sie Ihre Maske auf. Der Eintritt ins Museum ist frei, es stehen aber Boxen für eine freiwillige Spende bereit. Sie erhalten hier bei uns an der Kasse unseren Geländeplan. Bitte nehmen Sie sich einen weg, verlassen das Kassengebäude zügig und machen sich mit den Hinweisen auf Vorder- und Rückseite vertraut. Beim Betreten und Verlassen des Geländes herrscht eine Einbahnstraßenregelung. Wenn Sie aus dem Kassengebäude kommen, wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie den Wegweisern. Entschuldigung, lassen Sie die Tür bitte zu. In unseren Häusern ist es leider zu eng. Da können wir die Abstandsregeln nicht einhalten. Darum haben wir die Häuser mit unseren Klöntüren oder mit Seilen gesichert. Wir bitten Sie, das zu beachten, die Türen nicht zu öffnen, nicht unter den Seilen durchzuklettern. Sie können gerne von draußen sich alles anschauen. Bewahren Sie auch dabei den Abstand und achten Sie auf nachfolgende Gruppen. Sollten schon Personen vor einem Haus stehen, halten Sie bitte Abstand und warten Sie kurz. Ein paar Häuser im Gelände sind zugänglich. Hier gilt eine Einbahnstraßenregelung. Folgen Sie bitte den Hinweisschildern. Halten Sie bitte auch hier Abstand und verweilen Sie nicht zu lange in den einzelnen Räumen, damit sich kein Rückstau bildet. Auch in den historischen Häusern gilt Maskenpflicht. Die Ausstellungshallen sind zurzeit leider geschlossen. Die Wir-Rheinländer-Halle ist jedoch geöffnet. Folgen Sie auch hier der Einbahnstraßenregelung, halten Sie Abstand und setzen Sie Ihre Masken auf. In der ersten Phase gibt es kein gastronomisches Angebot im LVR Freilichtmuseum Kommern. Am Kiosk und an einer Verkaufsbude können Getränke in 0,5 Liter PET-Flaschen erworben werden. Achten Sie beim Verlassen des Museumsgeländes auf die Einbahnregelung und folgen Sie den Wegweisern. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Tag bei uns im Freilichtmuseum. Bis bald!